Vom Millimeter in den Nanometerbereich. Eine Fahrt durch die Dimensionen, die das Raster-Elektronenmikroskop möglich macht. Es steht im Nanostructure Service Laboratorium des Karlsruher Zentrums für funktionelle Nanostrukturen. Dr. Erich Müller ist Physiker am CFN, einem der Exzellenzcluster der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Er bedient das FIB, das fokussierte Ionenstrahlsystem, mit dem das Elektronenmikroskop ausgestattet ist. Der fokussierte Ionenstrahl ist ein modernes Werkzeug der Nanotechnologie. Oberflächen und Materialien können beim Beobachten geschnitten, gefräst und strukturiert werden. Eines der Forschungsprojekte beschäftigt sich mit Polymeren, organischen Substanzen, die einmal das teure Silizium in Solarzellen ersetzen sollen. Ziel ist eine Solarzelle, die um den Faktor 3 billiger ist, mit einem höheren Wirkungsgrad. Das Polymer ist als hauchdünner Film aufgebracht und kann mit dem FIB bearbeitet und untersucht werden. Man kann jetzt während des Schneidens gleichzeitig beobachten und messen den Schnitt. Der feine Film des Polymers ist an dieser Stelle etwa 220 Nanometer stark. Ja, die Vision des CFN besteht darin, die Nanowissenschaften überzuführen in eine Nanotechnologie. Die ganze Begeisterung, die ganzen Neuerungen, die es da gibt in den Nanowissenschaften, halt zu übertragen. Ein neuer Forschungsschwerpunkt des CFN widmet sich dem Thema Nanoenergie. Nanomaterialien tragen dazu bei, die Leistungsfähigkeit von Energiewandlern zu steigern. Ein Beispiel hierfür ist der Einsatz nanoskaliger Elektrodenstrukturen in der Hochtemperatur-Brennstoffzelle. Die experimentellen Untersuchungen der elektrochemischen Reaktion in der Brennstoffzelle erfordern eine elektrisch präzise Messung aller Teilprozesse bei hohen Temperaturen. Hier sieht man den Verlauf der Messung über der Zeit. In Rot ist die Temperatur dargestellt, steigt zunächst auf 850 Grad, dann auf 800 und mit dem Einsetzen des Wasserstoffs steigt hier auch die Zellspannung bis zu 1,2 Volt. Die Arbeitsgruppe des CFN will die Reaktionstemperatur mit dem Einsatz keramischer Nanomaterialien auf 600 Grad senken. Das Ziel von der Entwicklung der Brennstoffzelle ist, die Betriebstemperatur abzusenken, weil bei 800 Grad hat man eine zu hohe Alterung. Dabei spielen Nanostrukturen eine große Rolle. Nanostrukturen sorgen für eine Vergrößerung der Oberfläche, an der die elektrochemische Reaktion stattfindet. Das ist unser Weg, die Temperatur zu reduzieren bei gleichbleibender Leistung. Nanobiologie ist ein weiteres Forschungsfeld des CFN. Zellen von Tieren, Pflanzen und Pilzen nutzen Motorproteine für Bewegungs- und Transportvorgänge in der Zelle. Die Funktionsweise der winzigen Zellmotoren aufzuschlüsseln und mit Mitteln der Nanotechnologie zu manipulieren und nutzbar zu machen, ist das langfristige Forschungsziel. Jede biologische Zelle ist ein sehr dynamisches Gebilde. Und diese Dynamik, die wird vermittelt durch verschiedene Motoren in der Zelle, durch kleine Maschinen, die Arbeit verrichten und die letztlich chemische Energie in mechanische Energie umsetzen. Forschungsobjekte der Zellbiologen sind Schimmelpilz- und Bakterienkulturen. Die Transportmechanismen dieser Zellen wollen die Wissenschaftler nutzen. Die Idee ist, dass wir die Komponenten aus dem biologischen System auf die technische Oberfläche bringen und dass wir dann in der Lage sind, kleine Flüssigkeitsmengen auf der Oberfläche gezielt zu transportieren und dann damit zum Beispiel chemische Reaktionen zu starten. In der Theorie sieht das so aus. Zellmotoren bewegen sogenannte Vesikel, winzige Transportbehälter. Licht soll einem Protein, hier als roter Ring dargestellt, das Signal geben, die Vesikel zu öffnen und Moleküle freizugeben, die beim Zusammentreffen miteinander reagieren. Das Protein soll dabei wie ein lichtgesteuertes Tor funktionieren, das sich kontrolliert öffnet und schließt. Proteine aus Bakterien zusammen mit Bestandteilen des Zellskeletts sind auch Bausteine für neuartige biologische Sensoren. Dieser Mechanosensor aus Bakterien ist sehr alt und nicht sehr empfindlich. Wir haben viel bessere Mechanosensoren, die brauchen wir für die Wahrnehmung von Kälte, von Berührung, von Schwerkraft. Und die sind deswegen besser, weil sie mit Mikrotubuli verbunden sind. Und wir wollen nun diesen Sensor nachbauen. Und wenn wir das verstanden haben, wie der funktioniert, können wir das auch später in technischen Anwendungen vielleicht nutzen, um besonders empfindliche Sensoren bauen zu können. Ein anderes Beispiel für die Anwendung nanobiologischer Forschung ist Hydrophobie. Ein wasserabweisender Eiweißstoff, der den Sporen der Schimmelpilze aufgelagert ist. Dieses Protein kann in Bakterienkulturen in großen Mengen hergestellt werden und steht damit für technische Anwendungen zur Verfügung.
Eine große Herausforderung in der Zukunft wird sein, die Brücke zu schlagen von den Nanowissenschaften hin zu den Lebenswissenschaften. Ich glaube, das ist eine ganz große Möglichkeit, die wir haben, auch dann zu wirklich wichtigen gesellschaftlichen Themen wie Gesundheit etwas beizutragen. Der Karlsruher Exzellenzcluster ist ein großer Verbund. An rund 90 Teilprojekten forschen über 200 Wissenschaftler.